Was sagt ihr? Nehmt ihr mich wieder auf ins Roller-Team? Ist das dein Ernst, Ramiro? Also, besitzt du wirklich die Frechheit und fragst sie direkt vor unseren Augen? Ja. Ich find's besser, mit der Wahrheit über die Rektors zu rücken, anstatt falsch zu sein. Ich dachte, du wärst einer von uns. Aber anscheinend bist du immer noch ein Loser. Wirklich interessant. Denn meiner Meinung nach seid ihr die einzigen Loser hier. Was soll das hier, Ramiro? Findest du es nicht blöd, dir Sachen auszudenken, nur damit du der Gute vor deinen Freunden bist und wir die Bösen? Nein, das habe ich nicht nötig. Und was euer Image angeht, das habt ihr ganz allein zerstört. Ich habe nichts dazu beigetragen, gar nichts. Nein. Willst du denn nichts dazu sagen? Doch. Doch, ich sag was. Du hast mir keine Zeit gelassen, dir meine nächsten Ideen vorzustellen. Wie schön, deine nächsten Ideen. Nur sind deine Ideen, liebste Amber, sehr weit entfernt von meinen Ideen. Ich hab's satt. Ich hab eure Methoden satt. Okay. Na schön, das ist deine Entscheidung und ich respektiere sie. Genau genommen hoffe ich, dass es gut für dich läuft. Okay. Danke. Leute, habt ihr gesehen, was die für ein Gesicht gemacht haben? Das hätte ich liebend gern gefilmt. Ramiro, bist du dir da absolut sicher? Ja. Mehr denn je. Das hätte ich schon vor langer Zeit tun sollen. Im Ernst. Ich will wieder zurück zu meinem einstigen Team. Zu euch, meinen Freunden. Hast du vergessen, wie du uns abserviert hast? Du weißt, es wird schwer, dir wieder zu vertrauen. Was, wenn du es dir anders überlegst? Lässt du uns dann wieder sitzen? Leute, ich denke, wir könnten Ramiro noch eine Chance geben, oder nicht? Vielleicht hast du dich geändert, aber woher wissen wir, dass wir dir wieder vertrauen können? Bitte, Leute, bitte, ihr müsst mir glauben. Ich werde euch nicht enttäuschen. Versprochen. Gut. Wir machen Folgendes. Das ist eine Entscheidung, die wir alle gemeinsam treffen müssen. Als Team. Also setzen wir uns zusammen, besprechen es und geben dir dann eine Antwort, okay? Okay. Klingt fair. Danke. Erik, was soll das? Na, ich soll mich doch trauen. Ich meinte singen. Ich dachte, wir reden davon, von deinen Ängsten. Ja, genau, meine Ängste. Und das hier, das ist meine größte Angst. Ich dachte, du hättest es gemerkt. Was denn? Dass du mir gefällst. Du gefällst mir so sehr, Nina. Aber davon hatte ich keine Ahnung. Du hast mir nie irgendwas gesagt. Naja, ich hab's oft versucht, aber ich konnte nicht. Ich dachte, ich bedeute dir etwas. Natürlich bist du mir wichtig, aber eben nur als Freund. Keine Ahnung, tut mir leid, wenn ich auch nicht besonders deutlich war. Nein, es war meine Schuld. Ich habe es wohl falsch verstanden. Und jetzt, verzeih mir bitte. Du musst dich nicht entschuldigen. Du hast nichts falsch gemacht. Es war ein Missverständnis. Vergessen wir einfach, was passiert aber, ist, okay? Aber wie soll ich das denn vergessen? Hast du denn gar nichts empfunden bei dem Kuss? Hör mal, Erik, ich denke immer noch an Gaston und ich glaube, ich bin noch nicht bereit für das hier. Entschuldige. Luna, das ist ja eine Kassette. Ja. Wow, die hat man benutzt, als ich klein war, noch vor den CDs. Im Ernst? Wo hast du die denn gefunden? Sie war in Sharons Zimmer, zwischen den Sachen von Lilly und Bernie. Ich glaube, sie gehörte ihnen. Wirst du sie anhören? Ja. Würde ich wahnsinnig gern, Mama, aber ich traue mich nicht. Meinst du, sie ist für mich? Ich habe das Gefühl, als würde mein Herz vor Aufregung so schnell schlagen, dass ich gleich wie ein Hubschrauber abhebe. Ach, Luna, das ist kein Wettlauf. Also ganz ruhig, okay, Herzchen? Du wirst mit deiner Vergangenheit konfrontiert. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Du gibst den Rhythmus vor. Und du wirst alles verarbeiten. Aber selbst wenn alle Zeit der Welt vergeht, werde ich nie verstehen, warum Sharon das alles getan hat. Ach, Luna. Weißt du, heute ist was ganz Seltsames passiert, Mama. Was denn? Ich war im Garten der Villa und da war eine rothaarige Frau. Was für eine rothaarige Frau? Wovon redet ihr? Erzähl. Es war so, naja, ich kam gerade aus dem Garten. Und da sah ich in der Einfahrt eine Frau mit langen roten Haaren. Sie trug ein sehr elegantes Seidentuch.
Sie stand mit dem Rücken zu mir, darum habe ich ihr Gesicht nicht gesehen. Ich habe ihr zugerufen, wer sie ist, was sie dort will, ob sie jemanden sucht. Und als ich zu ihr hinlaufen wollte, rannte sie weg und ich bin gestolpert und hingefallen. Aber... Was? Glaubst du, dass es Sharon war mit einem neuen Look und dass sie in die Villa möchte? Nun, ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass sie es war. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Jetzt mach dir keine Sorgen. Ich gebe dem Sicherheitsdienst Bescheid. Sie sollen wachsam sein, ja? Ja.